Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja letztens schon ein kleines Equipment-Video gemacht, zusammen mit anderen YouTubern. Doch da kam natürlich die Frage auf, was ich denn sonst so benutze. Und das zeige ich euch jetzt mal in Form von meinem Kamerarucksack, was ich da so mitnehme, wenn ich auf die IFA oder so gehe oder auf andere Events. Und ja, das schauen wir uns heute mal schnell an. Ich weiß, es sind ein bisschen viel Kameravideos in letzter Zeit auf diesem Kanal, aber bald kommen wieder sehr viele Smartphone-Videos, also es ist so ein bisschen der Ausgleich für alle Kamerafans unter euch. Und ich habe hier einfach so einen Amazon Basics Rucksack. Absolutes Standardding, kostet glaube ich 40 Euro, ist aber ziemlich vielseitig. Und ich habe den aus einem ganz gewissen Grund und zu dem kommen wir auch noch. Hier vorne drin habe ich einfach Kleinigkeiten und da wäre auch schon ein Teil von diesem Grund. Das hier sind meine Batterien für meinen DJI Ronin. Dann habe ich hier noch einen Zusatzakku drin von Anker, damit ich halt immer meine Geräte unterwegs aufladen kann. Ich habe hier auch mein universelles USB-Kabel dabei, was ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Ein Hub für mein MacBook und einen Dash-Charger und noch ein Netzteil. Also nicht so interessante Sachen, einfach Sachen, die man halt braucht, damit man Strom hat. Interessanter wird es dann schon im hintersten Fach, denn da habe ich mein MacBook drin. Ich nutze ja immer noch das 12 Zoll MacBook, was heißt immer noch, ich habe es ja ziemlich neu. Aber es ist mir ja letztens runtergefallen, was natürlich nicht so cool war. Deswegen habe ich es jetzt hier ganz besonders geschützt in zwei Hüllen, damit es halt nicht verkratzt. Ich glaube, da würden sogar MacBooks bis 15 Zoll reinpassen. Aber ich bin mit dem 12 Zoll Ding ja ganz gut bedient während dem Studium. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu den Sachen, die außen sind. Da ist nämlich hier ein richtig komischer Griff dran, den ich mit mir rumschleppe. Und der gehört zu meinem DJI Ronin. Und den finden wir in dem größten Fach von der Tasche. Und zwar hier, sogar noch mein Geldbeutel drin, der sollte da gar nicht drin sein. Und zwar hier ist die ganze Action einig. Also hier ist in der Mitte der Ronin, total kompliziert reingebaut. Dann haben wir hier meine Kamera, das ist die Samsung NX1, wie ihr bereits wisst, mit dem Sigma-Objektiv. Das ganze Zeug wiegt auch ganz schön viel, also ich schleppe mich da wirklich auf den Messen ab, für euch natürlich. Dann habe ich hier mein neues Mikrofon, das Rode Link, mit dem ich auf der Messe aufnehmen will. Falls ich allerdings mal eine Art Interview-Situation oder so hätte, habe ich hier auch noch das Zoom H5 dabei, was ja so ein Stereo-Mikrofon ist und wo man auch andere Mikrofone dran anschließen kann, inklusive der Windkappe. Und jetzt kommen wir zu was, was euch vielleicht sogar was bringt, falls es euch interessiert. Wenn ihr mich auf der IFA seht oder auf anderen Messen, habe ich das meistens dabei. Ich habe nämlich ein paar Ein-Review-Sticker machen lassen, dass wenn ihr mich mal seht, könnt ihr einen haben als kleines Andenken oder so. Sprecht mich einfach an, wir können mal eine Runde quatschen, würde mich freuen. Und ja, das dazu. Das war's fast schon, ne? Das ist jetzt ein bisschen ein kurzes Video. 3,5 Minuten. Ein-Review-Style. Gut, das war's noch nicht ganz. Ich habe hier an der Seite noch Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, weil ich natürlich unglaublich viel Zug fahren muss. Ich wohne ja am Bodensee, beziehungsweise in Offenburg, halb. Fahre dann immer mindestens 6 Stunden Zug oder so zu den Messen. Bin jetzt ja auch gerade in Köln. Da braucht man natürlich Musik unterwegs. Wie ihr seht, ich versuche relativ leicht zu reisen, auch wenn dieser Koffer hier oder dieser Rucksack locker über 10 Kilo, eher um die 20 Kilo oder so wiegt. 20 Kilo? Weiß nicht. Er ist schon echt schwer. Ihr seht, ich reise also relativ leicht und gleichzeitig ziemlich schwer wegen diesem Ronin eben. Aber ihr werdet hoffentlich auf der IFA sehen, dass es sich lohnt, mit diesem ganzen Zeug rumzulaufen. Dazu werden auf jeden Fall jede Menge Videos kommen und auch noch so ein Update-Video, wo ihr mich da sehen könnt, weil da ist sogar so ein kleines Event geplant. Danke noch an meinen Kameramann, Alexeys Tech. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Im Endeffekt war es jetzt wirklich von meinem etwas zu kurz geratenen Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ich bin nicht vorbereitet.